Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Flexas, der Big Flats Texas. Genau. Wir haben immer noch Oktober, die Maisernte ist vorüber, wir haben alles in Sack und Tüten, die Fische sind versorgt, die sind befüttert, da wird gezüchtet, da haben wir bald sehr, sehr viele Fische und wir müssen die Maisfelder noch ein bisschen bearbeiten. Wir müssen erstmal Kalk schmeißen, ganz wichtig, Kalk, 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 Kalkstreuer hatten wir hier, ne, war er hier das? Hast du Kalk? Da ist Kalk drin. Ist gut. Warte mal. Dann brauchen wir einen Trecker, der das kann. Und da der schwarze Case auf dem Feld da hinten gerade noch mit der Mulchwalze on the road ist, kann der hier mit der Walze... Quatsch, mit der... Kommt der mit dem Kalkstreuer klar hier? Ich bin mir da gerade ja nicht mehr so sicher. Falls der damit nicht klarkommt, dann würde ich den vielleicht wirklich mal bald eintauschen gegen ein leistungsstärkeres Gefährt seiner Art. Mal gucken. So. Oh, ist noch nicht mal ganz voll, das Ding. Ui. Dann befüllen wir das mal und dann schauen wir mal weiter. Ach, der fährt ja so schon wie Sack und Schrauben damit. Das geht ja gar nicht. Kommt der ja nicht aus der Hüfte. So, wir stellen den mal ab. Dann kann der in Ruhe volllaufen. Ganz ehrlich, ich bin sehr bereit, 2 Traktoren abzugeben. Wer hat denn eigentlich mehr Leistung von euch? Warte mal. 179. Also 190 haben. Wir sind mit dem Onkel schon ganz lange nicht mehr gefahren, oder? Komm, wir holen den mal raus hier. Abmarsch. Vielleicht macht er seine Arbeit ja vernünftig. Das wäre natürlich mega. Hatten wir hier den Kalkstreuer schon mal dran an dem Ding? Ich meine, ich finde den total geil, den Traktor. Den würde ich auch sehr ungern abgeben, weil er halt einfach hochgradig hässlich ist. Aber deswegen hat er auch Charakter und deswegen mag ich den auch. Ach du Schande, der fährt ja gar nicht. Den brauchen wir nicht probieren, oder? Schade, sehr schade sogar. Ha, ich meine, so ein Riesenbello brauchen wir da jetzt auch nicht vorhängen, oder? Das wäre auch Quatsch. Haben wir was im Angebot? Immer noch leider nicht. Schade. Mittelgroße Traktoren. Ist hier was, was ich haben will? Pass mal auf. Ich glaube, ich hatte hier einen Ford Puma. Nee. Ein Case Puma. Wo ist er denn? Da ist er. 270 Pesen hat der. Wir haben schon so viele Traktoren, verdammt. Und dann haben wir keinen mit Leistung. Das gibt es ja wohl gar nicht. So, wenn wir den ordentlich aufbohren mit 270, dann sind wir eigentlich gut dabei, oder? Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Was haben wir denn hier für Reifen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Bock auf einen Traktor von 9. Und das ist auch nicht schlimm. Können wir nämlich neu refinanzieren, weil wir müssen heute definitiv noch Raps verkaufen. Ja, der Preis ist nämlich heiß. Zeige ich euch gleich. Ist der Hammer. Design? Nee, ohne Warntafeln bitte. Frontladeranbau, ja. Hauptfarbe können wir so lassen. Ne, Case rot. Warte, was sind das hier? Oh, oh. Dann so. Felgenfarbe. Was ist denn mit... Verdammt, dem steht das. Wir machen... Ach, nee, ich kann überall schwarze Felgen machen. 215. So, ich entscheide mich jetzt spontan für einen Verkauf von Fahrzeugen. Freunde, ja, fällt mir nicht leicht, aber was soll ich machen? Wir verkaufen 2 alte Dinosaurier und holen dafür den neuen ab. So. Ich würde den wegbringen und ich glaube, der hier hat auch seine Zeit geschafft. 16 Stunden kann man mal verkaufen, oder?
ist jetzt keine Meisterleistung jetzt unbedingt, aber so. Dafür holen wir uns eh einen neuen und dann ist es okay. Warte mal, ich habe hier, wenn ich spreche, einen Hall auf meine Trinkdose. Was ist denn das für ein Quatsch? Den muss ich weiter wegstellen. Ist ja merkwürdig. Okay. So, dann pese ich mal mit die beiden Kollegen schnell zum Händler und dann werden wir die verkaufen und dann holen wir uns den neuen. So, aber wenn ich den da jetzt so stehen sehe und mit dem hier fahre und nach hinten gucke und der andere hat das auch Zwillingsbereifung, da bin ich gerade fast der Meinung, wir hätten den Puma auch mit Zwillingsbereifung nehmen sollen, oder? Aber guck mal hier, die Getriebe hakt. Der schaltet schon wieder nicht, deswegen würde ich den sehr, sehr gerne veräußern. Na, und der andere, der hat halt keinen Bums, der kann nichts. Zum Anfang war er okay, aber mittlerweile sind die Ansprüche doch ein bisschen gestiegen hier. Deswegen, der hat ja keinen Zweck mehr, ne? Rumstehen müssen sie auch nicht. Das Frontgewicht nehmen wir gleich mit ab. Da ist schon hochgradig der Lack ab, warum auch immer. So. Durchreparieren, durchlackieren und verkaufen. Wir kriegen 75.000, ist okay. Wieso ist der nicht im Trigger hier? Hallo? Jetzt. Ich wollte schon sagen, hä? So. Da kriegen wir 1.000 dafür, da kriegen wir 70 für. Na siehst du, dann haben wir doch den Puma fast wieder refinanziert. Ist okay. Wenn der jetzt noch... Ist das weiß? Ist okay. Der hat mich voll den geilen Motorklang. Hoho! Oh yeah. Aber ich habe echt das Gefühl, irgendwie der Spielstand, der zuppelt wieder so ein bisschen. Warum? Also, oh, sind wir dem voll vor der Nase fahren? Entschuldigung, es tut mir leid, aber nur ein bisschen. Wenn ich nach vorne gucke, sehe ich dich ja nicht. Wobei im Rückspiegel, da habe ich das gerade erkannt. Haben wir Sonderfunktionen bei dem Ding? Weiß ich gerade gar nicht. Können wir irgendwas machen? Nö, ist einfach nur ein Trecker, okay. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, irgendwie hätte ich das Gefühl, das flattert und zappelt schon wieder so ein bisschen. Also in der Aufnahme glaube ich nicht. Kann auch sein, dass es wieder bei mir auf dem Hauptmonitor ist. Geil ist es nicht. Ist egal, wir fahren damit jetzt nach Hause und dann schauen wir mal, ob wir hier den Dünger, Kalkstreuer damit bewegt kriegen. Problem ist, wir hätten uns ein Frontgewicht mitnehmen sollen. Ich hoffe, wir haben noch eins rumliegen zu Hause. Mal gucken. So, na dann schauen wir mal, ob hier nicht vielleicht doch irgendwo noch ein Frontgewicht rumliegt, weil jetzt aus dem Kopf weiß ich es nicht. Wenn ja, geil, wenn nicht, ja, dann müssen wir uns nochmal ins Aneignen irgendwie. Aber das sieht gerade gar nicht so gut aus. Ja, guck, da liegt noch eins. Ich habe mir das gerade liefern lassen. Dachte ich mir, hey, komm, das ist ein 1,5er. Müsste eigentlich passen. Ist in Wagenfarbe. Ist perfekt. So, das bauen wir da an und dann hoffe ich, dass der mit dem Düngerstreuer hier aber ordentlich abpfeift. So, erstmal in der Runde rum zum Kennenlernen und dann anbauen. Jetzt einen richtig dumpfen, sag mal, ich würde schon sagen, Zapfwelle ist dran, ja, Gott sei Schrank, Abfahrt. Hä? Der hat voll den krassen Sound, versenkt den Auspuff. Ich glaube, den mag ich. Oh, super. So, pass mal auf. Das war Feld 10, ne? Was wir kalken müssen. Jawohl. Okay, also Feld 10 wird noch viel abgehen. Kalken, mulchen, pflügen. Ja, mulchen wegen Ertragbonus. Wie die Aussaat danach. Oh, hochgradige Überlappung. Egal. Lass kalken.
Der Neue mal wieder. Also wir haben schon wieder was Neues. Jede Folge irgendwie was Neues, oder? Kann es sein? So, aber für mehr Performance bei der Feldarbeit bin ich sehr, sehr gerne bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um neue Gerätschaften zu kaufen. Vor allem Traktoren und so. Ne, wenn die halt mehr Leistung haben und mit den Dingern einfach besser fahren, warum nicht? Ne, man muss sich von alten Krempel auch manchmal trennen. Dass man mit was Neues vielleicht sogar noch besser vorankommt. So. Ist eigentlich recht ergiebig. Mal gucken, wie weit wir kommen hier mit der Kalkladung. Wir lassen den mal rumeiern hier. Wir müssen nämlich jetzt zur Eisenbahn. Da ist nämlich Bedarf. Also, zeige ich euch. Und zwar, wir haben im Silo von der Eisenbahn Raps. Und Höchstprognose im November. Wir sind gerade im Oktober. Wären ein 5. Aber. Warte. Guck mal, wir kriegen jetzt 1,8. Die Frage ist, Mais. Kriegen wir einen Tausender? Das lassen wir mal lieber. Aber Weizen haben wir noch im Lager. Da kriegen wir prognostiziert knapp 800. Wenn wir jetzt bei Greenville verkaufen, sind wir bei 730. Wir würden Verlust einfahren. Wir würden woanders momentan gerade auch mehr bekommen. Aber wir können alles mit EMA wegfahren. Dann machen wir uns mal schnell Geld in der Tasche, würde ich sagen. Oder wir verkaufen Weizen und wir verkaufen Raps. Schnell mal mit der Eisenbahn. Wie der sich lang eiert. Die Geräusche manchmal sind echt lustig. Brems, Harald. Oh Gott, ich habe viel zu spät gebremst. Oder. Ah, cool. Den ersten Waggon kriegen wir noch beladen. Schön. Machen wir mal einen Weizen rein. Weil ich glaube, Raps werden wir gleich in den vierten Waggon laden, weil im dritten und im zweiten wird nicht alles reinpassen. Oh, Captain Kalk ist da. Dann lassen wir ihn mal gleich aussteigen hier. Dann kriegt er sein Feuerwehr, ne? Also der hört sich schon echt finster an. Ich mag das irgendwie. Ist cool. So. Was ist hier los mit der Eisenbahn? Läuft noch rein. Perfekt. Dann müsste das hier aber jetzt kalktechnisch erledigt sein, das Thema, oder? Wenn wir mal hier Flügen deaktivieren. Jo. Na siehst du, der ist da fertig. Oh, der ist hier mit 15 fertig mit Mulchen. Das ist ja der Hammer. Sehr, sehr schön. So, da läuft noch Weizen rein. Okay, in der Zeit können wir hier noch ein bisschen gucken. Ein bisschen gucken. So. Und dann ist er auch gleich leer. Oh, der hört sich gut an. So, ist aber eine fette... Eieiei, was eine Arbeitsbreite. So, lass knacken. Hier müsste es auch gleich voll sein eigentlich mit Weizen. Weil in diesem Waggon passen 250.000 Liter. Ja, sag mal, wie viel hatten wir denn? Wir hatten mit 190, ne? Weil Raps haben wir 360 knapp. Und in die viereckigen Waggons, was hier die Nummer 4 ist, da passt nämlich eine 500.000 rein. Heißt, wir kriegen den kompletten Raps in einen Waggon. Schon ein bisschen traurig, oder? Die komplette Ernte in einen Anhänger hier. So. Und Kalk ist alle. Ne, wie gesagt, hier passen 250.000 drin. Steht das hier auch irgendwo dran, ne? Vielleicht? Ich weiß das gar nicht. Oh, Bahnwaggons sehen so geil aus, ne? So, und hier geht eine 500.000 rein. 500.000 Liter. Schön, wie die reinrieselt. Wir müssen Kalk befüllen eigentlich. Haben wir Überladewagen, die sowas können? Nee, ne? Warte mal, gibt es sowas, die das können? Überladewagen. Die können keinen Kalk. Willst du mich... Och, nö. Das wäre perfekt, ey. Da kannst du immer schön rüberladen. Der kann aber Kalk. Wie viel Füllvolumen hat denn das Ding hier?
20. Wollen wir uns sowas holen? Dann können wir den alten anderen abgeben. Kapazität können wir so noch erweitern. Aber 19 ist schon okay, ne? Für so ein kleines Ding hier. Oh. Herr Michelin übertreibt wieder, ist klar. Die sehen ganz cool aus. Wollen wir mit Firma? Ja. Wollen wir den so original nehmen? Ja. Dann hätten wir hier eine Kalkschleuder für 36. Dann bräuchten wir hiermit nicht losziehen, sondern können hierin eintanken. Hier läuft nämlich noch der Raps. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal hierher liefern. Ne? Weil die vom Shop sind uns halt gnädig. So, dann nehmen wir den. Mietas hat die gesagt, ne? Ja, die sehen cool aus. Genau so nehmen wir den. Nö, da verändern wir jetzt nicht großartig. Es sei denn, wir machen das in schwarz, weil das cool ist, oder in rot. Case IH rot. Ne, grün war okay. So, nehmen wir die originalen Stara-Farben. Den Stara Ninja. Geil. So. Und dafür würde ich sagen, geben wir den ab. Kriegen wir 15. Haben wir wenigstens ein kleines Reinvest. Nicht viel, nur ein bisschen. So, weil den hätten wir sowieso nicht mehr großartig benutzt, weil die alten Bedendröscher fliegen auch weg. Was kriegen wir denn dafür eigentlich? Wollen wir mal gucken, was wir dafür bekommen würden? Ein 100er. Ist okay, wenn wir sie selbst wegbringen, noch ein bisschen mehr. So, ich lösche den Trigger mal. Jetzt brauchen wir einen Traktor. Ha, jetzt haben wir alle verkauft, ne? Verdammt, warte mal. Nee, das kann er hier. Der kann Kalk ranschleppen. Ich glaube, das kann der sehr gut. Der hat auch einen geilen Motorklang eigentlich. Mann. So, baumel mal das dahinter. Der hat auch kein Frontgewicht. Uiuiuiui. Wie viel Kalk ist denn hier noch in Zeit? Zeig mal. 30. Okay, da kriegen wir hin. Der Überladewagen ist größer wie der Kalkstreuer selber. Naja. So, was macht denn die Eisenbahn eigentlich? Er steht da und die Eisenbahn ist beladen. Denn Abfahrt. Ich bin mal gespannt, was wir kriegen. Also wenn wir die ganzen Fahrzeuge, die wir gekauft haben, wieder refinanziert bekommen, dann ist das schon viel wert. Ich hätte halt sehr gerne noch eine große Seemaschine. Da brauchen wir aber locker 300.000-400.000 für. 200.000 hätten wir. Aber ich will noch einen Schafstall bauen. Das wollte ich eigentlich heute noch machen. Wir müssen mal langsam den Finger ziehen, dass wir hier zurande kommen. Ja. Na, mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Wir haben mit knapp 200.000 Weizen. Da rechne ich mit 170.000 und Raps. Raps könnte sich lohnen. Vielleicht 800.000? 900.000? Werden wir gleich sehen. ...795 sind für mich 800. Habe ich gut gerechnet, nicht wahr? Wir haben eine Million, Leute. Geil, dafür haben wir nichts mehr im Silo von der Ernte. Außer, war doch klar, Mais. Mais ist noch da. So, die Karre ist voll. Das wird dann mehr oder weniger darauf hinaus... Oh, oh. Na, fahr doch los. Mach mal... Hallo? Kannst du das Bein da nicht ein bisschen weiter hochkurbeln? Das ist alles ganz schön dicht am Erdreich hier. Das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir... Permanent eigentlich nur noch Kalktaxi spielen, oder? Ja, komm, mein Kleiner, quäl dich. Tu es. Ja, das bedeutet, wir brauchen die große Seemaschine. Ich habe mir auch schon fast einen kleinen Plan gemacht, wie wir hier die Felder bestellen. Ich hätte nochmal Bock auf Mais und auf Baumwolle. Ist das gleiche wie vorher, aber hat den Hintergrund, wir können auch mal Mais bei den Fischen reinballern, weil ich weiß nicht, wie viel die verbrauchen. Und Baumwolle ist halt gut für unsere Klamottenproduktion. So. Nachschub der Rettung ist grundgegeben. Wir kommen. Ich komme. Bin gleich da.
Also ist farblich, ist das ja passend, guck mal. So, voll machen. Geil. Siehst du wohl. Klappt doch mit den Nachbarn. Kalknachschub auf dem Acker. Ja, guck mal hier, der Überladewagen, der hat mehr Volumen wie der Düngerstreuer. Und da unten örkelt die Schnecke rum, okay. Vielleicht sollten wir das Volumen vom Überladewagen nochmal erhöhen. Warte mal, wie viel konnte man hier machen? Ist bald besser. Wollen wir da nochmal ran? Wir lassen den hier erstmal eiern. Der brummt da los. Okay. Der ist leer. Dann würde ich damit nochmal zum Hof zurückfahren. Und hier das Füllvolumen nochmal ein bisschen erhöhen. Aber dann hat der Traktor wieder richtig dicke Backen. Ne? Dann schafft er das nicht mehr. Aber da muss er durch. Sonst hätte er kein Trecker werden dürfen. Ich würde den noch sehr ungern abgeben. Hat aber dann jetzt für mich gerade wieder den Vorteil. Die Berechtigung ist da für weitere Traktoren. Also ich hätte gerne noch zwei. Auf jeden Fall zwei weitere Traktoren. Einfach nur, weil ich sie haben will. Und ich glaube, dann bin ich glücklich. Wir müssen aber mit dem Geld jetzt vernünftig haushalten, weil ich hätte gerne noch neue Dröscher. Wobei, wir können die alten dann noch abgeben. Das ist wieder okay. Und eine große Sämaschine würde ich mir gerne noch anlachen. Und wir wollen gleich noch einen Schafstall bauen. Ja, warte mal. Wollen wir den anpassen hier von der Größe? Wir machen auf 38, ne? War, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jo. Für einen 10er kann man mal mitnehmen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich noch Kalk nachkaufen, weil so viel ist hier nicht mehr drin. Ne, 11.000 Liter noch. Oh, wow. Na, mach mal voll. Und dann kaufen wir noch mal was nach. Gott sei Dank ist das ja nicht so teuer, das Zeug. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Kuhstall. Und zwar haben wir hier den Vorteil, das Gras ist schnittreif. Kurz vorm Winter, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann können wir nochmal ordentlich Futter einlagern für die Schafe, die wir jetzt bauen. Ich guck mal nach, was habe ich denn überhaupt bei Schafe für Ställe im Mod-Ordner? Soweit ich weiß, 75 ist wenig, ne? Oh, nee, warte mal. Auch die Schafe, die wollen hier Heu und Silage. Also so langsam ist der Spielstand komisch. Also auf allen anderen Maps, ne, fressen die Gras. Und dann sind das glückliche Schafe. Hier ist es wie mit Kühe. Die wollen die Treide und allen Quark. Total die verwöhnten Viecher. Hier passen 100 Schafe drin. Hier passen 195 Schafe drin. Ich hätte nämlich fast gesagt, dass wir hier oben den Schafstall bauen. Und da bleibt die Wiese erhalten. Oder ist das eine schlechte Idee? Aber der ist so clean, oder? Der täuscht so doll. 195 Schafe? Ich meine, da kommt immer ein bisschen Wolle bei rum. Das wäre an sich okay. Der Weg, der könnte auch weichen von mir aus. Den können wir umbauen. Und dann könnten wir hier eine schöne Schafkoppel. Theoretisch können wir das ja am Weg ranbauen. Das wäre auch noch machbar. Das machen wir auch. Was kostet das Ding? Das kostet ja nichts. 77.000, das sei geschenkt. Hier sind 25 Schafe drin. Hier sind 500 drin und die wollen Wasser dafür. 80. Hier war mit dem Gras so blöd, ne? Glaube ich. Der muss richtig ausgerichtet sein, sonst. Ja, fetzt das nicht. Die wollen hier Wasser geliefert haben. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich, ist Faulheit kickt da stark rein. Warte mal, was ist das hier? 65. Na, das täuscht, weil die Halle ist so fett. Theoretisch könnten wir das Ding so hier noch irgendwo mit hinkleben, oder? Da würde ja nicht auffallen. Oder hier. Ah, hier bei der Halle wäre doch besser. Wollen wir den Schafstall einfach hier hinten rankleben? Mit der Weide Richtung Wald? Da hinten ist mir der egal. Landschaftsbau. Und dann machen wir mal hier richtig schön glatt.
So, wir schalten um auf viereckig und dann gehen wir mal richtig in die Vollen. Und dann malen wir uns... Ah, warte mal. Ja, vielleicht doch lieber da, weil hier könnte der Trigger mit dem Silo in Konflikt stehen. Und hier könnte er mit dem Heu in... Ja... Ach, verdammt, was machen wir denn? Nee, komm, wir machen das hier. Wobei, das Land gehört uns bis hier hinten, ne? Ich muss gucken. Warte mal, ich glaube, der Wald gehört uns auch noch. Kalk ist alle. Ja, der Wald ist auch noch unser. Das ist ja perfekt. Dann machen wir das so. Dann ebnen wir uns die... Dann machen wir hier die Schafe. Ne? Dann gehen wir mal richtig intensiv in den Landschaftsbau. Und dann bügeln wir uns das hier mal gerade. Bevor wir einfach was bauen. So. Dann machen wir uns das noch schön glatt. Auf der Ecke. Dass wir hier vernünftig rankommen. Und dann stellen wir uns einen Schafstall. Ich würde tatsächlich... Wo ist er denn? Den hier nehmen wollen, oder? Der ist halt am günstigsten von allen. Hier kommt man vernünftig ran, hier fahren. So, der steht da jetzt. Mit der Koppel Richtung Wald. Da müssen wir noch Koppel bauen. Ah, das können wir machen. Hoho, warte mal. Landschaftsbau. Deko. Wollen wir so einen richtig abgeklapperten Holzzaun nehmen hier? Können wir machen, oder? Oder haben wir noch einen richtig hässlichen, ekligen, alten, anderen? Ich meine, das hier ist auch richtig klapprig. Theoretisch wäre das machbar. Welcher sieht denn jetzt besser aus? Ich meine, der ist auch richtig holprig, ne? Aber für, ich glaube, für Weidezaun ist der bald besser hier. So. Dann schmeißen wir dafür nochmal richtig Kohle auf den Kopf jetzt. Für die Koppel hier, für die Weide. Das geht hier quer durch den Wald. Ne, dann können sie auch ein paar Waldkräuter naschen. Kollidiert mit einem anderen Objekt. Ne, das finde ich ja auch nicht mal so gut. So, dann kann der hier wieder hochkommen. Bis da. Und dann können wir hier schräg rüber. Oder? Warte mal, dann machen wir das so und dann machen wir das. So. Genau, dann haben wir hier eine Schafweide. Mal ganz schnell gebaut. Genau, das Gras haben wir hier entfernt. Den müssen wir natürlich wieder ansetzen hier. Dass das hier vernünftig wächst. Hier an der Seite auch. Und ich hoffe, dass der Stall so gut wie keine Probleme macht. Wird sich rausstellen, wenn wir sehen. So. Okay, die wollen Heu und Silage. Dann fahren wir das ganze Gras, was wir hier abernten, in die Heutrocknung. Und von da aus verteilen wir das. Ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja alles vor Ort. Deswegen wollte ich das unbedingt hier vorne und hier oben haben. Weil hier ist halt alles da. Ne? Deswegen. Und dann führen wir hier den Weg hoch, am Stall entlang. So. Und hier drüben wieder raus. In alle Richtungen. So. Sehr schön. Noch ein bisschen Gras auf dem Boden und dann ist das schon erledigt. Wir müssen noch einen Wollefasan produzieren und wir müssen auch auf jeden Fall noch Schafe holen, sonst bringt das ja alles gar nichts. Komm, wir gehen mal gucken, was wir da gebaut haben. Könnte funktionieren. Ich bin da sehr optimistisch. Wir müssen eigentlich nochmal Kalk nachfüllen, aber ich habe hier gerade Bock auf Schafstall bauen. Ja, komm, hier kannst du vernünftig hochfahren und dann kannst du hier wieder schön geschmeidig runterfahren. Perfekt. Das ist doch schon mal genauso geworden, wie ich das haben wollte. Dann machen wir erstmal das Raster aus, weil das ist nämlich richtig hässlich. Hallo? So, genau. Und dann holen wir uns Schafe. Schwarzbraunes Bergschaf. Nein, wir wollen ein alpines Steinschaf. Das ist aus Stein, das ist richtig hart. Oder ein Bentheimer Landschaf. Schwattenkopf oder Weißenkopf? Bin mir da nicht sicher. Spielt das eine Rolle? Das ist 8 Monate, das ist 0 Monate. Wenn, dann holen wir ausgewachsen, oder? Warte mal, hier passen 195 rein. Dann nehmen wir von jedem erstmal 20. Komm, wir machen eine bunte Mischpoke.
dann nehmen wir davon nochmal 20. Und dann nehmen wir von mir aus davon auch nochmal 20. Und davon auch 20. So, dann haben wir einmal alles. Ne? Guck mal, da sind sie. Genau. Können sie hier schön rennen, im Wald rumrennen. Hier hinten ist dann Zaun, ne? Irgendwann ist hier Feierabend, mit Abhauen ist nicht. Sehr schön. So, Futter kommt. Kümmern wir uns sofort drum. Dann haben wir Schafe, Leute. Haha, die wollen Heu und Silage. Das ist ja machbar. Jetzt wäre halt noch interessant, wie ist da das Futterlevel? Wir werden sehen. Hier müsste eigentlich sehr viel Heu drin sein, weil wir haben beide Wiesen beim letzten Mal hier reingefahren. Ach, guck mal, ist noch nicht... Ist jetzt schon... Warte mal. Ist der noch nicht fertig? Oder doch? Oder ist der voll? Heu. Nee, der ist doch voll dabei. Na dann, hau rein. Wir nehmen mal eine volle Ladung Heu und eine volle Ladung Silage. Und dann muss das schon auf Hochtouren laufen eigentlich. Theoretisch. So. Komm, Spiel, enttäusch mich nicht. Und ich wollte den Traktor mit Anhänger schon abgeben. Der ist ja hierfür perfekt. Hallo? Was ist mit Abladen? Ah ja. Ich hoffe, wir haben keine Collie am Dach. Das müssen wir mal beobachten hier. Ah, doch, haben wir. Das ist doof. Ist jetzt schon voll? Nein. Doch. Heu ist voll. Silage wäre besser, ne? 50-50. Naja. So, dann hauen wir das Heu gleich in die Futterproduktion. Und dann müssen wir noch einen Wolleversand platzieren und dann können wir nämlich die Wolle der Schafe direkt zu Klamotten verwursten. Bauen, Tiere, Schafe, Versand, da. Müssen wir nur gucken, wo spawnen denn hier jetzt die Paletten als erstes? Ich will eigentlich ungern gerade ein bisschen vorspulen. Aber es wäre schön gut zu wissen, oder? Oder können wir auch zwei nebeneinander stellen? Klar. Ist ja kein Problem, warte mal. Dann hauen wir die aber nochmal weg. Und dann stelle ich die ein bisschen so, dass das Trigger technisch auf jeden Fall passt. Ne, dass wir hier ordentlich abdecken, die ganze Fläche. So, dann haben wir jetzt zwei Häuschen. Und dann ist das okay. Gut, dann passt halt keine Silage rein. Theoretisch würde ich jetzt in die XML gehen und da mal richtig hochbuttern, weil wenn wir 195 Schafe haben, ist sie halt einfach jeden Tag alle. Und das ist halt nicht cool. Ja. Na komm, dann machen wir die Produktion noch an. Wolle. Verteilen. Wolle verteilen. Aktiv. Na, mal gucken. Wollen wir mal vorspulen? Mal gucken. Weil theoretisch müssten die Schafe ja produzieren, oder nicht? Wenn mich nicht alle täuscht. Wolle 0. Haben wir gerade irgendeinen Helfer laufen? Nee. Macht ihr Wolle? Gesundheit 0. Tiere 80. Nahrung so. Na, erzähl mir mal nicht weh. Das funktioniert hier nicht. Wolle 0. Oder müssen wir einen Tag warten? Wir beobachten das mal. Vielleicht wart auch einfach ein Schuss in den Ofen. Weil... Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gehört, dass auf der Konsole, auf der Big Flats Texas, Schafe keine Wolle geben. Es sei denn, die müssen Silage und, also die müssen beide Futtersorten verfüttert kriegen, sonst läuft hier gar nichts. Interessant. Kriegen wir raus. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir Schafe. Ob sich das lohnt, werden wir sehen. Vielleicht müssen wir da nochmal ran, dass wir damit Silage nachfüttern. Aber jetzt latschen hier erstmal die Viecher rum. Ja,
Gucken wir mal. Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Und Rinni hauen.